Hallo liebe Rico-Fans, wir melden uns aus Schwedisch-Lappland unter extremsten Bedingungen. Minus 20 Grad, überall, ihr seht es, Schnee, Eis, Wind und Wetter, genau der richtige Ort, um unsere neuen Smartphone-Flaggschiffe, das Vico View 3 und das View 3 Pro unter extremsten Bedingungen zu testen. Wir nehmen euch mit auf eine spannende Reise. Wir testen die Geräte bei Wind, bei Wetter, bei Topspeed, wie ihr seht. Und ich verspreche euch eins, es wird rasant. Die Vico View Serie kommt im stylischen Glasdesign mit Fingerprint-Sensor, Triple Camera, künstlicher Intelligenz und einem 19:9 Fullscreen Display. Die Triple Camera des Vico View 3 Pro verfügt über drei Linsen: eine 12 Megapixel Hauptlinse, eine 5 Megapixel Linse für Aufnahmen mit Tiefenschärfe und eine 13 Megapixel Kamera für super Weitwinkelaufnahmen. Neben der Hardware verfügt das Gerät über diverse Modi, mit denen ihr fantastische Aufnahmen machen könnt. Wie beispielsweise der Timelapse-Funktion, dem Zeitraffer, mit der ihr, wenn ihr wollt, die Welt einfach schneller laufen lassen könnt. Mit der Slow-Motion-Funktion der Triple Camera des View 3 Pro könnt ihr spektakuläre Aufnahmen in Zeitlupe machen. Und das Beste daran, im Nachhinein, wenn ihr das Video gemacht habt, könnt ihr den Zeitraum der Zeitlupenfunktion nochmal nachjustieren. Eine dritte Funktion, die wir euch vorstellen wollen, ist die Videostabilisierung des Vico View 3 Pro. Dafür haben wir uns in einen Buggy gesetzt, der mit 100 km/h über ein Eissee gedriftet ist, haben das Handy ganz einfach aus dem Fenster gehalten, um zu sehen, was unter Extrembedingungen Videostabilisierung leisten kann. Zurück aus dem ewigen Eis und der eisigen Kälte in unsere Blockhütte. Die Video- und Kamerafunktionen des Vico View 3 Pro und des Vico View 3 haben wir euch heute ausführlich vorgestellt. Hier seht ihr nochmal beispielhaft einige Aufnahmen, zum Beispiel von unseren Eiskristallen hier am Haus oder aber Bilder, die wir während der Husky-Tour gemacht haben von unserem Husky-Freund. Ihr seht gestochen scharfe Aufnahmen, die mit der Triple Camera der View-Serie garantiert sind. Den ganzen Tag haben wir mit beiden Handys Bilder und Videos gedreht. Der 4000 mAh Akku der View 3 Serie garantiert immer noch, wie ihr hier seht, 37% Akku. Insgesamt bei voller Ladung habt ihr mehr als 2 Tage lang Akku Power und somit steht einem spannenden Smartphone-Erlebnis, egal wo ihr seid, egal wann, nichts im Wege. Mit diesen Eindrücken und diesem Extremtest aus Schweden machen wir uns auf den Heimweg. Liebe Vico-Fans, 3 Tage Schwedisch-Lappland liegen hinter uns mit dem View 3 Pro und dem View 3. Und ich finde, unsere neue Vico View-Serie bringt alles mit, was ihr braucht, um euer Leben in vollen Zügen zu genießen.